Wie Urin ist nicht trinkbar? Ja, geil ist anders. Und wie man das besser macht, das zeige ich euch jetzt. Um den Urin für uns trinkbar zu machen, werde ich nun eine Urindistille bauen. Selbstverständlich geht das auch mit allen anderen Flüssigkeiten. Du brauchst dazu einfach nur zwei Flaschen und einen Schlauch. In den Flaschendeckel machst du einfach ein Loch, dass der Schlauch da schön reinpasst. Bereite ich dir dann schon mal das Feuer vor, weil wir brauchen relativ viel Glut. Aus Ästen habe ich mir eine kleine Konstruktion gebastelt, damit ich hier vorne an einer Astgabel die Flasche einhängen kann. Führe den Schlauch dann in die leere Flasche, in welche nachher das klare Wasser reinlaufen soll. Zur Kühlung der Flasche verwende ich hier noch ein bisschen Resturin und ein Taschentuch. Denn wie wir alle wissen, erzeugt Verdunstung Kälte. Ganz einfaches Beispiel, du sitzt im Schwimmbad und hast ein nasses Handtuch auf dem Rücken. Durch die Flüssigkeit in der Plastikflasche wird hier natürlich auch nicht der Schmelzpunkt erreicht vom Plastik. Und ihr seht, das funktioniert wunderbar. Hin und wieder etwas Kühlflüssigkeit nachgeben erhöht selbstverständlich die Effektivität. Wir erzeugen jetzt hier natürlich destilliertes Wasser. Wer das Ganze wieder mineralisieren möchte draußen, legt einfach ein paar Steine hinein und lässt sie dafür eine Weile drin liegen. Wie ihr seht, kann man in relativ kurzer Zeit doch ordentlich was zusammenbekommen. Klar ist natürlich auch, dass diese Methode nicht für den Alltag gedacht ist, aber ist auf jeden Fall besser, als bakterienverseuchten Urin zu trinken. In diesem Sinne, Prost! Ja, und denk bitte natürlich daran, dass diese Methode natürlich nur für den Ernstfall gedacht ist und nicht für den alltäglichen Gebrauch. Falls ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet, dann bitte unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Hier ansonsten noch mehr Videos, die euch vielleicht gefallen könnten. Hier noch abonnieren, falls ihr noch mehr solche Videos sehen wollt. Allerdings zu meinen Social Media wie immer unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns im nächsten Projekt. Bis dann, ciao, tschüss, Stefan.